Auf ihrer Streifenfahrt werden Polizeikommissar Stefan Novell und Polizeioberkommissarin Hanna Held Zeugen eines äußerst riskanten Fahrmanövers. Der Fahrer des Wagens scheint die Kontrolle verloren zu haben. Oh, guck mal, der fährt aber komisch. Schlangenlehne, vor allem weint er, das ist ja mal... Warte mal, direkt hinterher. Was ist denn mit ihm? Der ist doch betrunken, oder was? Da vielleicht... Hä? Das kracht. Sag Egon Bescheid. Egon für 1523, wir haben hier ein VU in der Baumstraße. Wir klären mal direkt auf. Kann sein, dass wir hier ein RTW brauchen. Guckst du links? Hallo, bleiben Sie mal hier. Was? Hallo? Ganz ruhig. Hallo? Bleiben Sie mal hier. Gehen Sie mal hier zur Seite. Als allererstes, ist Ihnen was passiert? Hast du den RTW mitgerufen? Brauchst du einen RTW? Auf alle Fälle. Hallo? Bleiben Sie mal ruhig. Egon von Egon 1523, kommen. Versuchen Sie mal mit mir zu sprechen. Hallo? Ja, wir brauchen hier sofort einen RTW. Ist ansprechbar, aber... Bei unserer Streifentätigkeit ist uns hier dieser VU aufgefallen. Es gibt hier auf jeden Fall eine... Versuchen Sie mal, Ihre Arme zu heben. Braucht ihr Verstärkung? Ja, das wäre ganz gut für was. Können Sie alles bewegen? Haben Sie das gesehen? Können Sie alles bewegen? Ich hab's gesehen. Bleiben Sie mal hier stehen, ganz ruhig. Ich komme gleich auf Sie zu. Die mysteriöse Fahrweise des Unfallverursachers wirft bei den Beamten viele Fragen auf. Von seinen Arbeitskollegen erhalten sie Hinweise auf ihn und die passen so gar nicht zu seinem Fahrverhalten. Ihr Arbeitskollege. Ja. Ich bin ganz normal hier abgewogen, hab einen Blinker gesetzt. Dann können Sie uns ja auch den Namen nennen von dem. Ja, gut, das passiert. Der hat gerade einen Unfall gebaut. Der ist viel zu schnell hier die Straße lang gefahren. In Schlangenlinien. Der fährt vernünftig. Der ist ganz und gar nicht vernünftig gefahren. Immer, der ist zuverlässig. Der ist auf der Kreuzung gedreht und mit Schlangenlinien die Straße runter, überhöhte Geschwindigkeit. Aber nicht Marc, auf keinen Fall. Nein, wir sind ja hinterher gefahren. Wir haben es schon wirklich gesehen. Ich rufe mal die Frau an. Ja? Und wer sind Sie? Ich bin Olivia. Olivia, und wie stehen Sie im Verhältnis zu? Das ist mein bester Freund, mein Arbeitskollege. Wir hatten Feierabend und wollten eigentlich nach Hause. Hat der was getrunken? Nie. Die Fahrradfahrerin Frau Ritter, die konnte uns bestätigen, dass sie einen sehr pflichtbewussten Kollegen hat. Und als ich ihr gesagt habe, dass er Schlangenlinien gefahren ist und dass wir da eher eine Trunkenheitsfahrt vermuten, hat sie das definitiv verneint. Die haben nichts getrunken, der hatte gerade Feierabend und sie kann sich das nicht vorstellen. Und das hat uns dazu gebracht, noch mehr zu ermitteln. Geht's Ihnen gut? Genau, ja. Ja, ich bin nur ein bisschen nervös. Es ist auch ein bisschen kalt und so. Ich weiß auch nicht. Haben Sie denn auf Arbeit heute vielleicht alle was getrunken? Nee, nur Kaffee eigentlich, also wie immer. Also, das Hauptnahrungsmittel bei uns im Unternehmen. Die Polizisten vermuten, dass die Arbeitskollegen Drogen konsumiert haben. Während Stefan Novell einen Drogentest bei dem Fahrer durchführt, konfrontiert Hanna Held seine Frau mit dem Verdacht. Wie heißt denn Ihr Mann mit Nachname? Marc Heinze. Okay. Wir fragen die mal ab. Und mit Drogen oder so, weil die Kollegin von dem ihren Mann, die... Mein Mann? Ja. Um Gottes Willen, dann, der ist Fernfahrer, der nimmt keine Drogen. Sind Sie auch Kraftfahrer? Ja. Wir sind Arbeitskollegen und beste Freunde. Und der ist auch echt zuverlässig, der fährt immer gewissenhaft. Ja. Da ist auch noch nie was passiert. Ja, okay. Ich wurde sich auch noch nie bei ihm beschwert oder über mich. Mhm. Okay. Der Drogentest bestätigt die Vermutung der Beamten. Der verunglückte Fahrer hat Kokain konsumiert. Und auch der Test seiner Arbeitskollegin lässt keine Zweifel offen. So, also ich möchte Ihnen ja eigentlich nur ungern sagen, aber der Wischtest hier, der schlägt auch an. Also kann nicht sein. Ebenfalls. Ich habe bewusst keine Drogen genommen. Ja, auf also keinen Fall. Der schlägt auf jeden Fall auch gegen Amphetamin an, ja? Ja. Ich habe auf keinen Fall bewusst Drogen genommen. Also okay, ja. Gut, dann müssen wir mal schauen. Wir gehen mal vor noch mal zu meiner Kollegin. Müssen wir mal den Sachverhalt ein bisschen näher betrachten, mal aufklären, was da vielleicht vorliegen könnte, ja? Okay.
Also im Grunde genommen ist es schon relativ schwerwiegend, wenn man unter Betäubungsmittel oder Einfluss von Betäubungsmittel sein Kraftfahrzeug führt. Das Gleiche gilt natürlich auch unter Alkoholeinfluss. Ich möchte jetzt nicht immer sagen, dass das ausschlaggebend ist, dass das auch zu einem Verkehrsunfall führt. Nichtsdestotrotz wird man da mal ein bisschen genauer hinschauen, ob das nicht letztendlich auch der Auslöser des Verkehrsunfalls war. Herr Heinzen, haben Sie das gehört? Sie und Ihre Kollegin, Sie schlagen beide auf einen Drogentest an. Das kann nicht sein. Wir vermuten, dass Sie Drogen genommen haben. Nein, ich habe noch nie Drogen genommen. Also Ihre Frau sagt auch, dass es unwahrscheinlich ist. Nein. Haben Sie denn auf Arbeit heute was gefeiert oder was gegessen oder was unüblich war? Nur Kaffee. Die Polizisten erfahren, dass die Berufskraftfahrer viele Überstunden machen. Deshalb trinken sie häufig Kaffee. Diese Information liefert Ihnen einen neuen Ermittlungsansatz. Mit der Aufnahme sind wir jetzt auch durch. Okay, ja super, danke schön. Macht ja noch ein bisschen Verkehrssicherung und dann. Also wir gehen mal noch kurz hier in diese Firma. Da ist irgendwas ein bisschen komisch. Genau. Ja, wir haben vielleicht ein bisschen Verdacht, dass da irgendwie welche Drogen im Spiel sind, aber müssen wir mal gucken. Die Polizisten müssen ermitteln, ob den Fahrern die Drogen auf der Arbeit untergemischt wurden. Sie konfrontieren daher umgehend den Besitzer und den Geschäftsführer der Spedition mit ihrer Vermutung. Doch die wollen davon nichts bemerkt haben. Unser Anliegen wäre, wir würden ganz gerne die Spinde von den Herrschaften mal sehen und vielleicht das, wo sie was trinken, was essen, ähnliches. Ja, weil beide, die Frau und er, sagen uns, dass es... So, hören Sie mir jetzt mal zu. Seien Sie jetzt einfach mal ruhig. Sie haben jetzt hier erstmal gar nichts zu sagen. Ja, wenn Ihr Chef redet, redet Ihr Chef. Wenn meine Kollegin redet, redet meine Kollegin. Ja? Ja. Dann sind Sie gleich wieder dran. Ja? Okay. Und was Sie tun müssen, müssen Sie dann tun. Genau. Inzwischen sind auch die Ehefrau und die Arbeitskollegin des Unfallfahrers eingetroffen. Die Beamten erhoffen sich indes von der Durchsuchung neue Hinweise auf den Drogenkonsum. Öffnen Sie am besten mal die Spinde. Komm, Frau Ritter, Sie können ja Ihren öffnen. Ihren eigenen. Genau. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Okay, also Sie nutzen die Schränke auch nicht wirklich viel. Das ist ja wohl eindeutig, dass da keine Schuld besteht. Gut, haben Sie sonst noch irgendwo private Sachen, Frau Ritter? Da wollte ich gerade mal jetzt nachhaken. Hier hat jeder anscheinend so ein bisschen seinen eigenen, seine eigene Kaffeekanne oder wie soll ich das sagen? Die Untersuchung der Kaffeekannen bringt die Ermittlungen einen entscheidenden Schritt voran. Noch ehe die Polizisten die Neuigkeiten einordnen, überschlagen sich die Ereignisse. Willst du mal hier gerade schauen? Nicht immer. Nee, also, ne? Also, nee, Stefan, ich guck, nee, er ist mir einfach. Bleib! Bleib stehen. Also, okay, ganz ruhig jetzt. Wir gehen jetzt ganz normal runter. Auch wenn es immer sehr pauschal ist, wenn zu urteilen, wenn jemand flieht, dann ist er schuld. Es kann vielleicht auch ein schlechtes Gewissen sein, weil er seine Arbeit nicht ganz richtig gemacht hat. Aber dass wir gleich vermuten, dass der Drogen unter Getränke mischt, ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Wir haben es nicht als Geständnis gesehen, aber wollten auf alle Fälle eine Klärung haben. Ganz ehrlich, die machen Sie setzen sich erstmal hier hin. Können Sie mich mal bitte kurz aufklären? Okay, setzen Sie sich hin. Wir sind selbst gerade mal in der Sachverhaltsermittlung. Also wir müssen das selber jetzt erstmal sacken lassen, mal kurz überlegen und mal kurz klären. Also, was meinst du, was an dem Kaffee? So, genau. Ich gehe mal davon aus, deswegen sind Sie ja gerade stiften gegangen. Also guck mal, also ich habe noch nie jemanden gesehen, der so viel Zucker in seinem Kaffee trinkt. Ja, und vor allem in der Kaffeekanne schon. Ja. Was könnte das denn sein? Also, ganz ehrlich, ich sag jetzt gar nichts mehr. Ja? Also, brauchen Sie doch nicht, aber Sie bleiben trotzdem jetzt hier erstmal sitzen. Ich möchte meinen Anwalt sprechen, ich sag gar nichts mehr. Ja? Okay. Timo, was hast du mit der Sache zu tun? Was hast du mit der Sache ich hab zu tun? Nichts ich gemacht, hab okay. Ich hab nichts gemacht. Ja? So, jetzt reicht's. Ich sag jetzt nichts mehr, ich möchte meinen Anwalt sprechen. Ja? Da der Geschäftsführer die Aussage verweigert, durchsuchen die Polizisten sein Büro. Dabei entdecken sie einen merkwürdigen Gegenstand auf dem Schreibtisch des mutmaßlichen Täters. Stefan, das sind auch keine Bücher, glaube ich, oder? Was sind das? Das sind auch keine Bücher. Ach, guck was mal, ist guck das? Mal. Ach, schön. Wahnsinn, das haben wir schon fast geklärt. Was ist denn das hier? Was haben Sie denn da? Ist das Ihr Buchband? Sag mal, Es total aus, ey. Ich hab dir vertraut.
Was soll die Scheiße da? Also ich stelle jetzt mal eine vage Behauptung auf, ja? Der Herr, der einen Unfall gebaut hat, ja, der war unter Drogeneinfluss. Die andere Mitarbeiter von Ihnen war unter Drogeneinfluss, ja? Hier, das ist ja wohl ein größerer Fund, das ist ja jetzt hier keine kleine Lappalie. Also da kann man eins und eins zusammenzählen, ja? Ja, da sieht man ja wohl eindeutig, dass die Mitarbeiter nicht schuld sind. Ja, da kann ich Ihnen fast beipflichten. So, hier hätten wir ja auch noch was. Was fällt dir überhaupt dazu ein? Was soll das denn? Wollt ihr die Jungs hier draufbringen? Oder? Ja. Wir nehmen die Sachen mit und schreiben dementsprechend unsere Anzeigen und wir nehmen den Herrn mit. Die Polizisten ermitteln, dass der Geschäftsführer ohne das Wissen des Besitzers seinen Mitarbeitern Drogen verabreicht hat. Er wollte sie damit fit für Überstunden machen und ihre Müdigkeit vergessen lassen. Ja. Ja, aber die Sachlage ist ja, scheint ja irgendwie klar zu sein, dass die Mitarbeiter nichts mit zu tun haben. Ja, genau. Ja. Das verliert jetzt auch keiner seinen Führerschein oder seinen Job. Genau, also die Entscheidung letztendlich treffen wir nicht, aber wir werden es natürlich zu der Entlastung Ihres Mannes und von der Frau Ritter in die Vorgänge reinschreiben und dann wird auch dementsprechend so geurteilt. Ja? Der Täter muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung und Rauschgiftbesitzes verantworten. Der Fahrer wird wieder vollständig genesen. Er und seine Kollegin erhalten ihre Fahrerlaubnis zurück.